Mein Forschungsgebiet ist das öffentliche Recht in Europa, also das Recht, in dem die Staaten, die Europäische Union und internationale Organisationen versuchen, das Leben der Menschen zu lenken. Früher waren wir nur Staatsbürger, heute sind wir Bürger von vielen Gemeinschaften. Und indem wir da die rechtliche Struktur untersuchen, verstehen wir auch besser, wie wir selber uns in dieser Welt positionieren. Ganz aktuell beschäftigt mich die Verfassungskrise in der Europäischen Union, also Entwicklungen, die wir sehen in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien, aber auch in Italien, wo man merkt, dass es nicht ganz klar ist, wie diese Gesellschaften zusammen mit der Europäischen Union und auch internationalen Organisationen aus dieser Misere rauskommen. Also ich forsche skeptisch und ich spazieren gehen, wobei das Spazierengehen vielleicht noch wichtiger ist als die Zeit am Schreibtisch.